Twitternde Abfalltonnen. Derartige Innovationen sind nötig, da Abfallentsorgung immer effektiver werden muss. Die Neuheit kommt aus Finnland. Diskutiert wird auf der IFAD auch die Optimierung des Wertstoffkreislaufs. Um das Recycling flächendeckend zu erleichtern und einen besseren Zugang zum Rohstoffmüll zu haben, wird über die bundesweite Einführung einer Wertstofftonne nachgedacht. Das Resultat? Weniger Aufwand für den Bürger. Es ist relativ einfach, der zukünftig zu unterscheiden, nämlich rein haptisch oder visuell. Ich sehe einen Kunststoff und da ist es egal, ob es ein Verpackungskunststoff ist oder ein Haushaltsgegenstand oder ein Stückchen Spielzeug. Beim Metall genau dasselbe, ob es ein Kochtopf ist oder eine Konservendose, bleibt im Endeffekt gleich. Also Materialien, die getrennt erfasst werden sollen, die trockene Wertstoffe sind, werden in einer solchen Wertstofftonne sich wiederfinden. Nach der Abholung des Mülls steht die Trennung der Wertstoffe an. Inzwischen sind die eingesetzten Maschinen nicht nur viel schneller als der Mensch, sie sehen auch besser und sind zudem resistent gegen Krankheitserreger. Der Abfall wird durch eine integrierte Lichtquelle beleuchtet. Es entsteht also keine Brandgefahr durch die Hitze externer Lampen. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Lichtquelle den Abfall optimaler ausleuchtet. Das wiederum bedeutet, dass wir bessere Trennung, höhere Genauigkeit und somit größere Rückgewinnung wertvoller Materialien erreichen. Auf der IFAD geht es aber nicht nur um Wertstoffe aus den Haushalten. Erstmals gibt es auf der weltweit größten Umwelttechnologiemesse eine Live-Demonstration, bei der Baustoffabfälle verwertet werden. Bei den Veranstaltungen, die vom Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik, VDBUM, organisiert werden, können sich die Besucher über Zerkleinerung, Siebung und Sortierung von Baustoffen informieren. Wir werden in der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren einen Großteil der Bundesautobahnen, Bundesstraßen und sehr viele Brücken erneuern müssen. Und da gibt es natürlich eine ganz, ganz große Chance für Bauunternehmen, dort diese Arbeiten umzusetzen. Und deswegen brauchen wir innovative Produkte, wir brauchen Weiterentwicklung und wir sehen sehr zuversichtlich in die Zukunft. Bei den Verwertungsquoten für Bauabfälle ist also noch Luft nach oben. Optimales Recycling spart wiederum Deponieraum ein und verhindert überflüssige Entsorgungsfahrten. Es ist ja auch wesentlich schöner, den Oldtimern zuzusehen, die aus den Zeiten stammen, als effiziente Abfallsammlung noch in den Kinderschuhen steckte. Es ist wohl auch ein Verdienst der Weltleitmesse IFAD, dass Sekundärrohstoffströme laufend optimiert werden.